Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, diesmal nicht zu Hause, sondern passenderweise im Auto. Denn in den nächsten Tagen werden Zehntausende oder Hunderttausende Deutsche mit dem Auto fahren müssen, obwohl sie normalerweise Bahn fahren, aber das geht momentan nicht, denn die Bahn kommt einfach nicht. Es sind mal wieder Streiks. Die GDL, die Gewerkschaft der Lokführer, streikt und deswegen stehen viele Bahnen still und fahren einfach nicht. Es ist das gefühlt hundertste Mal in den vergangenen Wochen. So oft gab es noch nie Streiks bei der Bahn und es gab auch noch nie Streiks über einen Feiertag, aber das wird jetzt wohl der Fall sein. Über Pfingsten wird wahrscheinlich gestreikt, denn die GDL sagt, die Streiks sind jetzt erstmal sehr lang und wir sagen erst 48 Stunden vorher, wann sie wieder vorbei sind. Worum geht's eigentlich bei diesen Streiks? Hintergrund ist, dass die GDL, die Gewerkschaft der Lokführer, die kleinere Gewerkschaft bei der Bahn, die Lokführer vertritt, es gibt nämlich noch die EVG, die sagt, wir wollen einen eigenen Tarifvertrag für unsere Mitglieder. Das ist ja das, was Gewerkschaften immer wollen. Die GDL sagt aber, wir wollen jetzt nicht nur die Lokführer vertreten, sondern wir wollen auch andere vertreten, zum Beispiel Zugbegleiter oder Leute, die im Bordbistro arbeiten, die sind auch bei uns und für die wollen wir auch einen eigenen Tarifvertrag. Die Bahn sagt aber, nein, das geht nicht, ihr seid viel zu klein, wir verhandeln das mit der EVG oder mit einer entsprechenden anderen Gewerkschaft zusammen. Und wenn ihr das nicht wollt, dann habt ihr eben Pech gehabt. Außerdem hat die GDL Angst davor, dass ein Gesetz in Kraft tritt, nämlich das Tarifeinheitsgesetz. Das soll im Sommer kommen, wahrscheinlich im Juli diesen Jahres noch. Und das besagt, dass immer die größere Gewerkschaft quasi automatisch auch die kleinere vertritt. Also wenn wie bei der Bahn zwei Gewerkschaften die Lokführer vertreten, dann vertritt die Gewerkschaft, die die meisten Leute vertritt, automatisch alle. Und die kleinere Gewerkschaft hat dann nichts mehr zu sagen. Ganz vereinfacht gesagt, wenn ihr das im Detail wissen wollt, dann findet ihr in der Infobox mehr. Die GDL hat also Angst davor, Macht zu verlieren und in Zukunft nichts mehr zu sagen zu haben und keine eigenen Tarifverträge mehr für ihre Mitarbeiter zu haben. Das ist eigentlich eine sehr legitime Angst. Trotzdem macht die GDL gerade etwas, das alle sehr, sehr wütend macht, denn sie gibt einfach nicht auf. Sie sagt, wenn wir nicht bekommen, was wir wollen, dann streiken wir eben weiter. Ganz Deutschland ist wütend, vor allem auf einen Mann, Klaus Weselski, habt ihr bestimmt schon mal gesehen oder gehört, der Chef der GDL. Er tritt immer sehr resolut auf, er wirkt auch immer sehr unsympathisch und man denkt, naja, was will der eigentlich? Warum gibt dieser Mann sich nicht zufrieden? Die Bahn hat zum Beispiel ein Angebot gemacht, hat gesagt, okay, ihr bekommt 4,7% mehr Gehalt in mehreren Stufen und 1000 Euro Einmalzahlung, aber das ist der GDL auch nicht genug, weil nicht alle ihre Bedingungen erfüllt worden sind. Denn, das ist die andere Seite der Medaille, schuld ist nicht nur die GDL an den Streiks, schuld ist auch die Bahn. Die Bahn stellt sich ziemlich quer und viele sagen, die Bahn will einfach aussitzen und warten, bis dieses Tarifeinheitsgesetz in Kraft tritt und dann ist ihr die GDL sowieso egal. Ob das so ist, man weiß es nicht, die beiden Seiten werfen sich das eben gegenseitig vor. Aber ist es denn Terror gegen Reisende? Geht das gar nicht, was die GDL da macht? Meine Meinung ist die, einerseits ist es schon ziemlich heftig, so häufig zu streiken und dass davon so viele Leute betroffen sind, die dafür gar nichts können. Das geht eigentlich nicht. Das kann man einmal machen, das kann man zweimal machen, aber man kann es nicht so häufig machen wie die GDL. Und das ist ähnlich wie in anderen Branchen. Ich zum Beispiel als Journalist kann auch nicht einfach ständig sagen, ich streike, weil dann kommen keine Nachrichten mehr. Es gibt eben Branchen, da können die Leute gar nicht streiken. Und in anderen Branchen wird das immer wieder gemacht. Andererseits ist Streik ein Grundrecht. Streik ist was völlig Legitimes. Und deswegen ist es eigentlich in Ordnung. Es ist eigentlich auch in Ordnung, so für seine Position zu kämpfen. Denn wie gesagt, die Bahn ist nicht ganz unschuldig an diesen Streiks. Und ich finde es ehrlich gesagt auch beeindruckend, wie jemand wie Klaus Weselski, den jetzt alle hassen, weil er wirklich die ganze Zeit so auf seiner Meinung beharrt, trotzdem noch dasteht und sagt, nein, ich sehe das aber so. Also jemand mit so viel Rückgrat, mit so viel Eiern, den gibt es selten im öffentlichen Leben. So jemanden würde man sich eigentlich mal für die Politik wünschen. Aber trotzdem meine Meinung, so viel Streiks gehen eigentlich nicht. Ich finde, die Politik müsste jetzt eingreifen, müsste beide Seiten zu einer Einigung zwingen. Ja, tatsächlich zwingen. Das finde ich eigentlich nicht okay, wenn die Politik das macht. In diesem Fall geht es nicht anders. Sie muss ein Ultimatum setzen und wenn das nicht eingehalten wird, dann muss eben eine Zwangseinigung kommen. Das ist meine Meinung. Die Frage ist, wie seht ihr das? Sagt ihr, die Streiks sind okay und es kann auch noch weiter gestreikt werden oder seid ihr mittlerweile so sauer wie Tausende oder Millionen andere Deutsche auch? Schreibt's gerne in die Kommentare. Ein sehr interessantes Thema. Bahnstreiks, alle sind davon betroffen und deswegen sage ich, ein Ende der Streiks muss her und es muss jetzt irgendwann eine Zwangseinigung kommen, anders geht das nicht. Mehr Infos zum Bahnstreik findet ihr auch unten nochmal in der Infobox. Da findet ihr auch einen Link, wo ihr Notfahrpläne euch angucken könnt. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Bleibt wie immer fair. Danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal.